Ich verstehe das einfach nicht, warum so ein Mann einfach eine Straße kaufen kann und sein Eigentum nennen kann, wenn das jahrelang ein Weg war, den die Gartensparte genutzt hat. Das ist ein 15 Meter Weg bis zu unserer Gärtnereinlage jetzt rein. Die Eingänge einfach zuzumachen, das ist Schikane in unseren Augen. Wir versuchen, an einem Tisch zusammenzukommen und das Gespräch dahin zu lenken, dass man möglichst für die Gärtner eine Möglichkeit findet, wie die das Grundstück nutzen können. Er sagt, das ist sein Grundstück, er will das nicht, dass die Autos hier stehen und hier durchfahren. Und somit ist eben die Zufahrt für unsere Gartenanlage damit hinfällig. Und langsam los. Und bitte los. Nicht zu schnell. So. Und halt sich ruhig. Und jetzt gehe ich vor, ja? Und bitte los. Bitte los. Geht's wieder. Und bitte. Gut. Und bitte. Bitte los. Los.
Nicht zu. Nochmal Konzentration. Bitte los. Also hier rein, hier rein, hier hoch. Ja. Und die zwei wären Parkplätze. Und das wären zuerst Parkplätze. Das wären Parkplätze. Ein Stellplatz. Ja. Also da, wo wir die Einfahrt machen wollen, kannst du vielleicht. Und bitte los. Und hier rein. Jawohl. Hier. Ja. Und das ist der Weg. Hoch. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und das sind die Parkplätze. Und das sind die. Einstellplätze. Einstellplätze und hier kommt kommt die Einfahrt rein. Ja, wenn du das sagst. Und, ja, und vorne kommt das Tor rein. Für. Hier soll das Tor reinkommen. Ja. So. Was war das? Das war das hier. Achtung. Ach so. Und bitte. Dann kommt der Süßke. Dann kommt Beate Messner, was Beate Messner war. Die sind ja auch weg, ja? Ja. Ist der auch schon vergeben, ja? Der ist auch schon vergeben. Das nee, das war noch frei. Ist nicht mehr frei, nee? Nein. War das nicht mehr da? Das ist der Platz. Ja. Das ist der Schlimme, ist das der vom Angelmann, der Bruder? Der ist hier, der Garten ist ja leer. Der hier. Das wird dann praktisch ein bisschen Ausbuchtung. Gucken wir mal. Falls ein Gegenverkehr kommt, genau. Ja, damit wir da mal. Das ist mal einer rein. Ja. Guck mal, der braucht ja auch eine Baugenehmigung für das Bollwerk da. Irgendwann mal. Und das kann er kriegen. Hat er sie gekauft, dann darf ich das. Der denkt, irgendwer steckt die Bude aus, ging dazu an, Mann. Ja, das ist deswegen. Die Scheibe, das ist ein gutes Bild. Einfach weiterreden, der ist nur, der findet durch die Scheibe. Dass die Gartenfreunde nur den Müll hinten geschnitten. Ich sage, du, das sind aber nicht nur die Gartenfreunde. Ich sage, es ist auch wirklich mit dem Boden. Deswegen hat er ja, der Container hat sich da nie angestellt. Da hinten, kann auch rein und genauso wie er, den hat er ja das Tor hier zugemacht. Ja, den hat er. Nee, wir haben unseren Parkplatz ja da, da soll uns nur das Stück. Es geht nur um die Funktioniert. Das weiß ich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Wir haben eigentlich groß keinen Anlass gegeben, wie gesagt. Ich kam einen Morgen her, da lagen die Steine erst da, wie gesagt. Und da haben wir uns nicht bei gewacht. Gut, manchmal haben wir da geparkt, rechts und links. Er hätte immer noch in die Mitte durchfahren können. Ja, und wie gesagt, wollten den Anfang ja vorne den Parkplatz, also die Zufahrt zu machen, und da kam er an und hat gesagt, das ist sein Grundstück, wir müssen sofort aufhören, sonst kriegen wir eine Anzeige. Und er macht auch sämtliche Eingänge, die hinteren Eingänge alle zu, und hat angefangen, an jeden Eingang ein Loch zu buddeln. Und unser Vereinsschild hat er leider ausgebuddelt und es ist umgekippt. Ja, die Probleme sind da, weil wenn man vorne reingeht, ist ja noch ein Eingang da. Da muss man fast nach 200 Meter laufen, um jetzt hier hinten herzukommen. Getränke, Mist, eben das, was man im täglichen Bedarf braucht, hier hinter zu schleppen. Und viele Gärtner oder Gartenfreunde sind schon über 50, also wie gesagt über 70 höhere Menschen, und dem fehlt das Laufen sehr schwer. Das ist eine Kriegserklärung. Also meines Erachtens ist das Schikane. Wir hatten ja vorher mit ihm gesprochen, er war ja schon mal da, wo wir vorne aufgeräumt haben hier. Mit dem Gartenkollegen, mit Dieter Puss, haben wir ja vorne aufgeräumt, wollten schon Worte setzen. Wie gesagt, das ist, was er jetzt macht, ist Schikane.